Ich hasse Pokémon. N64 und PS1 kann ich mir heute echt nicht mehr anschauen. Ich weiß bei kaum einer Konsole noch, welches mein erstes Spiel war. Ich bin oft intolerant gegenüber Leuten, die völlig andere Games und Konsolen mögen als ich. Ich mag keine Shooter mehr, weder First Person noch Third Person. Viele AAA-Titel langweilen mich sehr schnell oder interessieren mich von Anfang an nicht die Bohne. Ich habe noch nie Counter-Strike gespielt. Zu PlayStation 1-Zeiten hatte ich massenhaft gebrannte Spiele. Außer zu testen, ob sie funktionieren, habe ich sie so gut wie nie eingelegt, weil sie für mich wertlos waren. Online-Multiplayer mag ich nur für Fighting-Games, ansonsten interessiert mich dieses Feature nicht im geringsten. Früher habe ich lange epische JRPGs geliebt. Heute habe ich das Gefühl, diese Spiele am besten zu meiden, weil ich keine Zeit mehr für sie habe. Mir fällt es heute selbst bei Spielen schwer, sie zu beenden, die mir wirklich gut gefallen. Es kommt einfach zu schnell etwas Neues, das mich interessiert. Auch wenn ich mich Retro Joe nenne, spiele ich deutlich öfter aktuelle Games als Super Nintendo Klassiker. Wenn das Gameplay so gut ist, dass das Spiel schon deshalb Spaß macht, beachte ich die Story meist gar nicht. Ich halte es für absoluten Schwachsinn, versiegelte Spiele zu kaufen und sie sich nur ins Regal zu stellen. Mir geht der Flohmarkt-Hype auf YouTube schwerstens auf den Sack. Ich verstehe nicht, warum sich Menschen jedes Jahr ein neues FIFA kaufen, obwohl ich selbst mir jedes Jahr blind das neue WWE-Game kaufe. Wenn mir jemand erzählt, er sei Gamer und auf die Frage, was er denn zockt, mit Fortnite antwortet, könnte ich ausrasten. Ich habe noch nie in irgendeinem Spiel ein Level selbst gebaut, weil ich dafür zu unkreativ bin. Wenn ein Spiel zu sehr in der Presse und dergleichen gehypt wird, entwickle ich oft eine innere Abneigung gegen dieses Spiel. Ich liebe Prügelspiele und dachte immer, ich wäre ganz gut. Bin ich aber nicht. Ich hasse die Wii und sämtliche Arten von Motion Controls. Ich habe schon zu GameCube-Zeiten den Glauben an Nintendo verloren und wurde erst durch die Switch wieder zum Nintendo-Fanboy. Handheld-Gaming ist für mich in der heutigen Zeit völlig irrelevant geworden. Ich sehe meinen besten Freund in einem schlechteren Licht, seit ich weiß, dass er noch kein Zelda jemals gespielt hat. Wind Waker war das erste 3D-Zelda, das mir gefallen hat. Ich mag weder Ocarina of Time noch Majora's Mask. Ich habe mindestens 20 Spiele digital gekauft, die ich bis heute nicht gespielt habe, nur weil sie sehr günstig waren. Mich nervt der Trend von Konsolenrevisionen wie PS4 Pro oder Xbox One X. Bei Super Mario World habe ich lieber mit Luigi gespielt, weil ich grün lieber mag als rot. Ich kann mich kein Stück mit dem NES anfreunden und eigentlich interessiert mich die Konsole auch überhaupt nicht. Ich habe es bis heute nicht geschafft, an Zelda Breath of the Wild dran zu bleiben und es durchzuspielen.